Mit dem OnePlus 3 bleiben sich die Chinesen treu und die haben ja ein sehr, sehr schönes Motto, eigentlich immer nur das Beste und das zu einem richtig attraktiven Preis. In dem Fall wieder 399 Euro, also wie der Vorgänger das OnePlus 2, allerdings komplett aktualisiert. Und man sieht das ja auch schon, Aluminium-Unibody-Gehäuse, heißt also wirklich aus einem Stück, dementsprechend robust, hochwertig, edel sieht es aus und so fühlt es sich auch an. 158 Gramm, trotzdem angenehm leichter, war der Vorgänger noch erheblich schwerer. Und man muss jetzt auch mal auf den Preis noch mal achten, insbesondere wenn man, dieses Design ist ja verräterisch, denkt man ja natürlich sofort an ein HTC 10 etwa, das aber 270 Euro mehr kostet in der UVP. Von daher kann ich mir das schon gut vorstellen, dass es da wieder viele, viele Interessenten für geben wird. Wo wir bei der Rückseite sind, ist natürlich auch klar, ist natürlich der Akku fest verbaut. 3000 mAh, allerdings mit einem richtig schönen Schmankerl, nämlich Quick Charge oder Dash Charge. Etwas Eigenes, was OnePlus da entwickelt hat. Bedeutet aber auch eigentlich nur sehr schnelles Laden, bis zu 5 Volt, 4 Ampere mit dem serienmäßig beiliegenden Netzteil. Und damit will man dann in 30 Minuten 60% Akkuleistung da reinpumpen und das soll dann für einen Tag reichen. Und dabei will man verschiedenste Parameter überprüfen, um die Temperatur des Akkus nicht zu erhöhen, um den nicht zu schädigen. Man hatte auch sehr viel in die Quick Charger an Intelligenz verlagert. Den gibt es übrigens hier beispielsweise auch so als kleines Zubehörteil, als Zigarettenanzünder, auch als Quick Charge, kommt dann mit einem eigenen Kabel, sodass dann der Akku zwar schnell geladen sein soll, ohne dabei geschädigt zu werden. Langzeitwirkung müssen wir natürlich nochmal austesten, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, glauben wir es mal, hoffen wir es mal. Dash Charge nennt sich das Ganze. Ja, vom Display her hat sich jetzt nicht so viel getan eigentlich. Dieses Marginal statt 5,46 sind es jetzt 5,48 Zoll, 139 mm. Allerdings jetzt Super AMOLED Diamond Matrix. Bedeutet halt zum einen, ich habe diese knackigen Kontraste und halt auch diese extrem hohe Blickwinkelstabilität. Da soll auch ein in zwei Lagen polarisierte Schicht oben drauf sein, die das dann nochmal die Qualität optimiert, auch gerade bei direkter Sonneneinstrahlung beispielsweise. Obwohl, das ist jetzt, wenn man sich das hier mal anschaut, für ein OLED-Display schon vergleichsweise hell, 393 Candela-mäßig hier, 13% heller als für ein OLED im Schnitt üblich eigentlich. Also kann sich sehen lassen und Full-HD-Auflösung ist jetzt kein Kracher, ist klar, ist Durchschnitt. Kommen wir auf 251 Pixel pro Quadratmillimeter oder 402 ppi, also ist alles okay. Wobei beim Display sind vielleicht noch mal ein Wort auch zu Gorilla Glass 4 und 2,5D. Ihr wisst, das sind, wenn das so ein bisschen so zu den Seiten hin abflacht oder so kissenförmig sozusagen hier gewölbt ist, bedeutet, ich habe natürlich auch einen sehr schönen haptischen Übergang hier in dieses Aluminium-Unibody-Gehäuse, also wirklich auch sehr hochwertig, sehr stabil, sehr edel verarbeitet, gibt es absolut nichts zu meckern. Ja, dann mal zu den Kameras. Ist ja für viele schon das Wichtigste heutzutage geworden. Beide Sony-Sensoren vorne, hinten. Beide Blendenwert f2,0, also relativ lichtstark für ein Smartphone. Kein Top-Wert, aber okay. Hinten Fotos mit 16 Megapixel und Videos in 4K, pardon. Vorne gibt es Videos in Full HD und Fotos in 8 Megapixel. Da war der Vorgänger ja mit 5 Megapixel, 720p vorne und 13 Megapixel hinten noch deutlich benachteiligt. Also hier hat sich ordentlich was getan. Und wie gesagt, qualitativ scheint das auch gut zu sein. Werden wir uns alles im finalen Test natürlich noch mal näher ansehen, die Kamera. Unter der Haube steckt jetzt der Snapdragon 820. Beim Vorgänger war es ja noch der 810. Bedeutet, ich habe den aktuellsten Qualcomm-Prozessor drin, wie im HTC 10 oder auch LG G5, 270, 300 Euro teurer in der UVP. Und für alle, die da jetzt nicht ganz so sattelfest sind, nochmal kurz der Hinweis, auch wenn es nur 4 Kerne sind beim 820er hier, lasst euch davon nicht ins Boxhorn jagen. Mehr Kerne muss nicht unbedingt besser sein. Hier sind es halt wirklich sehr, sehr leistungsstarke Kerne und haben Adreno 530 Chip und, und.
Vor allen Dingen, und jetzt bitte Trommelwirbel, 6 GB Arbeitsspeicher. Hierzulande das erste Gerät, das ich in die Finger kriege mit so einem Super Power RAM. Da bin ich also schon auf die Benchmarks gespannt, wie sich das auswirkt. Also Leistung wird bestimmt nicht von schlechten Eltern sein. Und dann natürlich sowieso LTE 300 Megabit, Wireless LAN AC, NFC, hier unten, das ist ein Fingerabdrucksensor. Also wirklich alles an Bord. Zur Oberfläche komme ich gleich nochmal. Also da gibt es wirklich nichts zu meckern. Und vor allen Dingen nochmal sehr schön, 64 GB interner Speicher. Und jetzt kommt leider der einzige Wermutstropfen, den ich euch einschenken muss, beziehungsweise den ja OnePlus uns einschenkt. Und zwar ist das die Kiste hier. Wenn man da diesen Slot öffnet, sieht man, ja, ich habe zwar 2 Slots, allerdings Dual SIM ist ja auch ein Vorteil, gut und schön, 2x Nano SIM, aber eben kein Slot für eine Micro SD-Karte. Heißt, ich kann den Speicher nicht erweitern. Außer jetzt natürlich hier über Cloud oder hier unten USB. Da, ihr seht ja auch wieder, das ist Typ C. Also Kabel kann man beidseitig einstecken. USB 2.0 als Standard. Kleines Adapterkabel, kostet ein paar Euro. Da kann man USB-Sticks oder ganze Festplatten mit einer Stromversorgung anschließen. Also auch größere Datenmengen schnell transferieren. Aber eben halt nicht so komfortabel onboard mit einer Micro-SD-Karte oder sowas, was natürlich noch schön gewesen wäre. Also man kann damit leben. Zumal, ich gehe mal davon aus, netto bestimmt so 52, 55 Gigabyte bleiben davon übrig, weil man hat ja diese super schlanke Oxygen OS Oberfläche, die sich über Android 6.0.1, können wir uns ja auch mal angucken, legt. Und auch wenn das sich OS nennt, ich finde es ja mehr eigentlich eine Nutzeroberfläche, die fast nichts macht, weil ihr seht, das ist wirklich alles standardmäßig hier, nur ein paar zusätzliche Funktionen oben drauf packt. Beispielsweise eben sowas wie Tap to Wake, das kann, also Doppeltipp auf den Touchscreen zum Aufwecken. Das kann halt das native Android nicht. Oder dass man, wenn man sowas möchte, jetzt beispielsweise ein O malt und dann kann man die für Open die Kamera dadurch starten und solche Geschichten. Und dass man natürlich auch sehr viele Individualisierungen vornehmen kann, hier unter Anpassung bis hin zur LED, Front-LED, welche Farben die unter welchen Umständen annehmen soll, was hier ein- und ausgeblendet werden soll. Ich kann natürlich auch hier die Tasten beispielsweise einblenden. Ich weiß jetzt nicht, warum man das wollte, weil ich finde es ja gerade klasse, dass man, ich habe den kompletten 5,5 Zoll Screen für den eigentlichen Inhalt. Aber wenn man jetzt beispielsweise auch sagt, ich komme jetzt von Samsung, bin das andersrum gewöhnt oder wie auch immer, kann man halt hier das Ganze ein- und ausschalten. Und das ist jetzt nicht neu, aber für alle, die jetzt noch kein OnePlus-Gerät gesehen haben, hier kann ich beispielsweise auch festlegen, was mit der Navigation passieren soll, wenn ich wo lange drücke, doppelt tippe. Also ich sage, hochgradig individualisierbar. Bis hin zu diesem kleinen Schiebeschalter hier auf der linken Seite oben. Und zwar hat der 3 Positionen. Das ist jetzt normal sozusagen, dann, wenn ich den in Mittelstellung bringe. Wow, das war jetzt nicht beabsichtigt. Mittelstellung bringe. Jetzt bin ich gleich auf die zweite. So, Mittelstellung. Prioritätsbenachrichtigung. Nochmal das Ganze zurück in die Ausgangsstellung. Mittelstellung, Prioritätsbenachrichtigung. Und wenn ich sozusagen ganz dicht machen will, dann bin ich hier im Lautlos-Modus. Und was, wann, in welcher Stellung passieren soll, das kann ich dann natürlich auch noch festlegen. Hier Alarmschieberegler. Da kann ich halt sagen, was bei Stummschaltung passieren soll. Prioritätseinstellungen, also welche Nachrichten von wem, wann, wie, wo durchkommen sollen, geblockt werden sollen. Das ist natürlich sehr viel angenehmer, als wenn man erstmal eine App irgendwo suchen muss, irgendwo Einstellungen. Mit einem Klick bin ich dann im Nachtmodus oder im Meetingmodus oder wie auch immer. Also ihr seht schon, wirklich gut verarbeitet, Liebe zum Detail. Ich habe keine Bloatware drauf, also keinen Müll mit irgendwie HRS oder was weiß ich, was dann bei jedem Update auch wiederkommt, man wieder löschen muss. Und das macht es halt einfach auch schnell für Updates und schlank und rank. Und insgesamt finde ich, dass ihr merkt das schon, meine Begeisterung, also ein sehr, sehr gutes Gerät für diesen Preis. Zu den Farben. Es gibt 2. Das hier ist die erste. Das nennt sich Graphit. Und es soll etwas später, genaueres habe ich da leider jetzt nicht rauskriegen können, noch ein Soft Gold geben. Und wirklich sehr soft, sehr angenehm. Also auf den Fotos sieht das jetzt nicht kitschig aus oder sowas. Das scheint auch sehr vielversprechend zu sein.
und soll auch ab sofort online verfügbar sein. Wie gesagt, 399 Euro die unverbindliche Preisempfehlung. Ich habe euch auch noch ein kleines Bonus-Häubchen, Sahnehäubchen mitgebracht, nämlich ein bisschen Zubehör, was ich hier gefunden habe. Das eine beispielsweise, das ist so ein Zigarettenanzünder-Ding. Der hat halt auch dieses Dash-Charge, kommt mit einem eigenen Kabel. Hier sieht man es dann auch, Typ C auf der einen Seite, das normale Typ A. Also kann man auch direkt alles anschließen an den eigenen PC. Und vor allen Dingen natürlich auch, schaut mal, was ich hier gefunden habe. Kommt euch bekannt vor? Ja, das ist eine VR-Brille. Allerdings ein bisschen einfacher, aber sehr stabil. Kein Ding, aber vom Prinzip her einfacher, weil da wird nämlich einfach das OnePlus hier da so reingeschoben. Und da ist es gummiert, wird also geschützt. Auf der anderen Seite, das sieht auch hier sehr dick und gummiert aus. Und dann habe ich mein Gerät auch gleich als VR-Brille verwendet. Ich habe allerdings jetzt hier keine Bedienelemente oder irgendwie so. Was. Hier oben kommt noch die zusätzliche Strippe dran. Das habe ich jetzt hier gelassen, um euch das so zeigen zu können. Was das kostet, konnte ich jetzt hier leider ad hoc nicht in Erfahrung bringen. Werde ich auf jeden Fall natürlich noch nachtragen. Und dann habe ich hier noch ein paar Hüllen gefunden. Beispielsweise sowas hier. Ich weiß jetzt zwar nicht, warum man so ein schönes Aluminium-Unibody verhüllen möchte, aber die Geschmäcker sind ja verschieden, kann man also hier einfach draufklipsen und dann ist es halt in einem anderen Design. Ist natürlich dadurch auch ein bisschen wärmer und stumpfer und ja, mal was anderes. Also nicht, dass es jetzt schlecht aussähe, finde ich. Zumal es gibt natürlich da auch hier ein paar andere, wenn man sich das hier mal so anschaut. Gerade diese Holzteile sind natürlich witzig. Ich frage mich jetzt nicht, was die kosten. Ich habe sie jetzt hier nur gesehen und mir schnell mal geschnappt. Ich persönlich halte es jetzt, wie gesagt, nicht für nötig, egal was die kosten. Weil, wie gesagt, so ein schönes Gerät muss ich jetzt echt nicht verstecken. Aber ich wollte es euch auf jeden Fall mal gezeigt haben, dass ihr da auch die Qual der Wahl noch habt, was das betrifft. Sofort verfügbar, 399 Euro ohne Vertrag. Test folgt wie immer so schnell wie möglich. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao.